Vom 3. bis 7. Oktober 2018 ist mit der Intermod in Köln die wichtigste deutsche Motorradmesse angesagt. KYMCO nutzte die Gelegenheit zur Präsentation seiner MXU-Modelle 300, 450 und 700, die jetzt mit europaweit gültigen T3-Zulassungen ins Rennen geschickt werden. Die MXU 700 erhielt bei der Gelegenheit eine neue Karosserie, mit der das ATV frischer auftritt als bisher. Nach wie vor stellt der 700er Einzylinder die Top-Motorisierung des taiwanesischen Herstellers dar. Den Wunsch nach einem Zweizylinder und einem üppigeren Gepäckträger am Heck erfüllt KYMCO noch nicht. Das ist jetzt die Lösung für Can-Am-Fahrer, denen abgeriegelte 105 km/h noch zu langsam sind. Der Trial-Stiefel von Gaerne, den aufgrund seiner profilierten Sohle auch ATV-Piloten schätzen, ist jetzt auch mit wasserdichter und atmungsaktiver Gore-Tex-Membrane zu haben. Das hier ist unser neuer Tourenanzug. Das Besondere an diesem Anzug ist, dass er aus einem Zwei-Lagen-Laminat besteht, das CE geprüft ist. Hallo, wir sind hier auf der Intermod 2018 und ich präsentiere euch unser persönliches Messe-Highlight von Highsider. Das sind die Spiegel mit Tagfahrlicht, wie ihr seht. Ja, also das ist unser neues elektrisches Automoped. Automoped, weil es 45 oder 25 km/h fährt. Das ist von der Marke Gecko. Das ist das Modell Beach. Wir haben das auch als Olé. Olé ist der Unterschied, dass es drei Räder hat und dieses Modell Beach hat vier Räder. Das Besondere an dem Modell Beach ist, dass es natürlich elektrisch fährt. Die Batterie ist inklusive. Es fährt bis 45 km/h. Das heißt, man kann es schon ab 16 mit der Klasse M fahren. Mit der Can-Am Ryker rundet der kanadische Hersteller BRP seine Dreiradpalette nach unten ab, wobei wir uns in dem schlanken Konzept durchaus auch einen noch hubraumstärkeren Motor vorstellen können. Ansonsten waren auf dem Can-Am-Stand auch die aktuellen Maverick, Outlander und Renegade-Modelle ausgestellt. Hallo, wir bei HS Motorradteile können jetzt auch sequentiell. Zu den Highlights auf der diesjährigen Intermod zählte die C-Force 1000 auf dem Stand von CF-Motorimporteur KSR, der das Kilo ATV bereits in Kürze auf den Markt im deutschsprachigen Raum bringen möchte. Etwas im Schatten der Tausender, aber nicht minder interessant, war das Zubehörprogramm von CF Moto, von dem zum Beispiel die Reservetanks in Europa produziert werden und über alle geforderten CE-Prüfzeichen verfügen. Guten Tag, mein Name ist Majid Iqbal von der Firma Orina aus Eschweiler und wir haben einen neuen Rollerhandschuh entwickelt. Der Handschuh hat einen Knöchelprotektor, Reflektfunktion auf den Fingern, Leder an der Innenhand für ein gutes Griffgefühl und Touchfunktion zur Bedienung von Smartphone oder Navigationsgerät. Der Handschuh ist jetzt verfügbar für 34,90 Euro. Hallo zusammen, ich bin
der Stefan Lindenfeld von Kellermann. Wir haben was richtig Cooles Neues hier. Das ist der Atto DF, der kleinste 3-in-1 Blinker der Welt. Hier haben wir zum Beispiel die Kombination Rücklicht-Bremslicht. Ja, und das ist der Blinker dazu. Wir haben hier also vier LEDs verbaut, und haben drei Funktionen. Ja, also der kleinste legale 3-in-1 Blinker Rücklicht-Bremslicht der Welt. Kleiner geht's nicht, um es nochmal zu zeigen. Aber hell ohne Ende, dafür sind wir bekannt. Es gibt keine helleren Blinker und Leuchten im Markt. Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Keine Kompromisse, was die Sicherheit betrifft. Übrigens auch, wenn man seitlich rangeht, das auch nochmal zu zeigen, dann ist die Leuchtkraft auch noch stark. Ja? Also das ist das Thema Sicherheit bei Kellermann. Atto DF, sehr interessantes Produkt, nur zu empfehlen. Bei Yamaha stand mit der Nikon ein spektakuläres Dreirad im Vordergrund, dessen Konzept aber eher vom Motorrad herkommt. Daneben zeigte der japanische Hersteller sein Krabbelzeug, einen aktuellen Raptor, das Supersport Side-by-Side YXZ1000R und die Grizzly als 2019er Edition Modell in mattblau. Wobei hier auch mit Logic-Zubehör auf die Arbeitsqualitäten des ATVs hingewiesen wurde.